Hallo und willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video schauen wir uns den neuen DLC-Charakter an, und zwar Quan Chi. Ja, wir gucken mal, was er so drauf hat im Trainingsmodus. Und im nächsten Video spielen wir dann mit ihm die Türme von Mortal Kombat 1. Auf jeden Fall, ja, sieht ja ziemlich krass aus. Es ist das erste Mal, dass ich mit ihm spiele. Also ich habe keine Ahnung, was er drauf hat. Ich habe nur kurz ein Video gesehen von den Mortal Kombat-Machern, wie sie ihn präsentiert haben. Aber ich weiß auch nicht, welchen Cameo man da am besten nimmt, weil sie haben ihn präsentiert mit dem neuen Cameo Chameleon. Ist aber noch nicht draußen. Das heißt, ja, zur Sicherheit nehmen wir Serena, weil mit Serena kannst du richtig, richtig lange Kombos machen. So, okay. Erstmal machen wir die Frame-Daten an und okay, so. So, ja. Aussehen tut er ziemlich cool, finde ich. Gucken wir mal, was er drauf hat. Welche Aktionen. Viereck, Dreieck, Dreieck. Okay, nicht schlecht. Wie schnell ist er, der Starter? 8 Frames, okay. Dann, was hat er noch drauf? Dreieck, Viereck, Kreuz. Oh, cool. Ich glaube, der letzte Schlag ist ein Low. Ja. 12 Frame Starter, ja. Ja. Ist okay. Ja. Schauen wir weiter. Dreieck, Viereck, Kreis, Kreis. Oh, cool. Oh, das sind Doppel-Overhead, oder? Overhead, Overhead. Das ist cool. Nach hinten Dreieck. Okay, ist auch ein Überkopf. Mithalten. Ist ein Launcher. Okay, aber. Ja. Kann man connecten auf jeden Fall. Aber das dauert lange. Das dauert auf jeden Fall lange. Wenn du das auflädst, dann bekommst du einen Poke im Multiplayer. Also, das ist auch nicht ziemlich. Also 27 Frame Overhead. Da kriegt man auch einen Poke rein. Das ist ziemlich langsam. Okay, gehen wir weiter. Nach vorne Dreieck. Oh, eine ordentliche Reichweite. 14 Frames. Starter. Ja. Nach vorne. Dreieck, vier. Okay. Ja. Das ist ein Mittelangriff. Also, wenn man geduckt sitzt und blockt, also nicht blockt, wird er dich trotzdem treffen. Das sind zwei Mittelangriffe. Okay. Ziemlich gute Reichweite, also für Starter 14 Frames ist okay, aus so einer Reichweite, es ist okay, also es ist fast schon mittlere Distanz, ne? Das ist okay, und dafür, dass es ein Mid ist, also Mittenangriff, ist es ganz, ganz gut. Es ist schade, dass der zweite Schlag ihn halt von den Füßen. Also da fällt der Gegner auf den Boden. Du kannst ihn, glaube ich, mit nichts connecten. Okay. Kreuz. Okay. Auch ein Launcher. Oh, aber man kann sich da nicht bewegen. Okay. Schwer.
Na gut, schauen wir weiter. Nach hinten Kreuz, Reich, Dreieck. Okay. Low. Low Mittel. Das ist cool. Das ist cool. Das kann man connecten. Das ist cool. Ja. Geil. Ja. Das ist ein geiler Trick. Der Starter. 16 Frames. Und es ist auch nicht so weit. Also, er macht ein paar Schritte. Aber. Ja gut, schauen wir, was er noch hat. Nach unten. Und, ja, das ist. Es ist aber ein ganz langsamer Poke. Mit 4, nach unten 4. 9 Frames, was? Das ist schneller als der Poke. Okay. Das ist 11 Frames. 13 Frames. Nee, ich glaube, das ist auch kein Poke-Charakter. Also, das ist zu langsam. Reiß. Listiger Tritt. Okay. Warte. Ist er auf volle Distanz? Was? Was? Okay. Guckt euch das an. Man kann einen Gegner, wenn er halt immer wegläuft, also einfach den Tritt. Was? Und der drückt ihn halt zu dir, also in die Nähe von dir. Also das ist so, der halt, oh mein Gott, das ist ja richtig krass. Oh. Funktioniert er auch, wenn man fliegt, also bei Omni-Man, wenn er halt hochspringt und dann in der Luft ist. Aber da hat er halt seine Haltung, das wird dann nicht funktionieren bei ihm. Schade. Aber oh, krass. Das ist wirklich krass. Okay. Nach hinten Kreis, nach vorne Kreis, nach vorne Kreis, Kreis. Okay. Nach vorne Kreis. Nach hinten Kreis. Ah, das ist okay. Nach vorne Kreis, Kreis. Ah, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, aber das ist jetzt nur hoch. Hier hast du Doppel Overhead, ne? Also das ist einfach ein hoher Angriff. Hier ist es ein Doppel Overhead. Interessant, okay. Ja, das war's. Bum 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 bum, ja. Luftangriffe. Habe ich da keine Chance hochzuspringen? Na gut. Schauen wir uns seine Spezialattacken an. Schwindel. Okay. Verbessert. Nee. Schade, man kann es nicht connecten. Das kann man auch in der Luft. Okay. Okay. Wie schnell ist es? 18 Frames. Ja, wenigstens ist die verbesserte Variante ein Mittelprojektil. Das heißt, wenn man ohne Block sich da gucken will, klappt es nicht. Na gut. Nächster. Nach unten, nach hinten. Dirk. Psychoschild. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt. Oh. Ach, fern ist nach oben. Nee.
Oh. Okay. Also, es gibt drei Möglichkeiten. Den mittleren, dann einen nahen, da muss man nach hinten gedrückt halten. Und dann einen weiten, da muss man nach oben gedrückt halten. Okay, wie sieht es aus mit den verbesserten? Oh, es ist ein Launcher, okay. Okay. Mal gucken, wie man ihn kombinieren kann. Bum, bum. Nee. Ja, okay. Gucken wir, was er noch hat. Ja, okay, das sind die Varianten. Knochenfeld. Stimmt. Das hat man in den Trailer gesehen. Hä? Hä? Okay. Okay. Der dauert aber nicht lange. Also dieser Knochenfeld. Der geht aber ziemlich schnell weg. Okay, der verbessert auch, ja? Muss ich da irgendwas halten? Dauer 150 Frames. 150 Frames, ja. Knapp über 2 Sekunden. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es so ein... Na komm, ach, Dreieck. Das wirkt für mich viel schneller. Eine Weile, okay. Wie lange ist denn eine Weile? Aktiv 50 Frames. Mein Gott, das ist nicht mal eine Sekunde. Das ist nicht mal eine Sekunde. Okay, das ist ein bisschen nutzlos. Machtzone. Okay. Wenn sich Quan Chi in der Nähe der Machtzone befindet, werden folgende Aktionen zusätzlich Effekte gewährt. Schwindel, Luft, Schwindel und Psychoschädel. Okay. Oh, okay, das ist so eine Aura, oder? Ich weiß nicht. Okay, also ich muss mich in diesem Bereich da aufhalten. Also, und wir haben normal das Ding. Wenn wir die Aura machen, macht er diesen Teil. Gucken. Oh, das ist cool. Okay. Was wird dann noch verbessert? Schwindel. Was ist ein Schwindel? Hatten wir das schon, die... Ah, das ist... In der Luft. Okay, verstehe. Na gut. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wenn du, wenn der Gegner in der Ecke ist, und du ihn halt in die Ecke reingeschmissen hast, dann machst du diese Aura, solange er liegt, und ja, versuchst ihn halt dann fertig zu machen. So, okay. Wir haben noch eine Aura, oder? Ja. Okay. Was macht die? Okay. Aha. Also das stößt Gegner ab. Aber das dauert auch. Das ist nicht wirklich lange. Das dauert nicht lange. Das ist... Du machst es und es ist weg. Okay.
Okay. Nee. Es dauert nicht lange und dafür, dass es die Gegner wegstößt, ich weiß nicht, ob es so ein Nutz, also ob es genutzt wird. Also, Und du musst halt ein Superbar dafür opfern. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay. Fallender Tod. Okay. Ja. Funktioniert das auf die ganze Distanz? Okay. Mal gucken, wie es aussieht, wenn er, wenn der Gegner das blockt, wie viel da wir im Minus sind. 15 im Minus. Und verbessert? 15 im Minus. Kann man machen, ist ein Risiko. Aber du hast halt 15 im Minus danach. Das heißt, 15 Frames im Minus, du kannst dafür ziemlich leicht bestraft werden. Okay, mal schauen, was er noch hat. Oh, das kann auch in der Luft sein. Okay, gucken. Oh, okay. Cool. Ja. Schauen wir weiter. Hier. Aus dem Nebel. Okay. Verbessert. Oh, ist ein Launcher. Okay, also er hat zwei Launcher. Einmal den hier. Ich weiß noch nicht, wie man den connecten kann. Und einmal den hier. Ja, der ist besser. Der ist besser. Der ist besser als Launcher. Na gut. Probieren wir mal ein paar Tricks mit denen. Also auf jeden Fall. Das ist cool. Ja, mit einem Superbar opfern. Opfern wir so ein Combo. Probieren wir mal. Nee. Okay. 366 Schaden ohne Bar. Ohne irgendeinen. Na, mal gucken. Nee. Kommt nicht. Okay, gut, nochmal. Vielleicht Timing ein bisschen verkackt. Nee. Okay, nochmal. Ah, verdammt, wollte ich gar nicht machen. Nee, kommt nicht. Ich kann da diese Hand nicht rufen. Ja, sieht auch cool aus. Probieren wir mal irgendwas mit Serena. Nö, hier stößt er ihn weg. Da können wir sie nicht rufen. Okay. Okay, zweimal Serena rufen, aber ich glaube, das geht noch besser. Nee, wollte nicht das. Nee. Okay, sind wir bei einmal Sirena rufen und einmal ein Superbar opfern, 380 Schaden. Dann merke ich. Nee, wir können leider nicht zweimal das Ding nutzen, oder? Jetzt? Ja, da kann ich mich nicht bewegen, okay. Ja. Ja. Okay.
Ja, 420 mit zweimal Cameo rufen ist nicht wirklich viel. Ist nicht viel. Also mit Reptile kann ich mit einmal Cameo rufen, mache ich 426 Schaden. Und also da verbrauche ich keinen Superbar. Und zum Beispiel mit Ashra einmal Cameo rufen und ein Superbar macht sie auch 420 Schaden. Also ja, aber der Fuß, der ist geil. Der Fuß ist geil. Na, probieren wir mal, also zweimal Superbar auch zu verbrauchen, wie viel Schaden es da macht. Das hat ja gar nicht viel verbraucht. Das hat ja gar nicht so viel. Also diesen letzten Schlag, den verbesserten. Der bringt gar nichts, wenn du ihn verbessert. Also da ist das Scaling schon so hoch, dass da nichts funktioniert. Ja, okay. Also auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Mal gucken, was man mit den Cameos machen kann. Und ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir mit Quan Chi die Türme spielen, um zu gucken, welche Endsequenz er bekommen hat.